Morgen. Morgen. Grundsätzlich entscheidet Fabi eigentlich, was wir machen im Abschlusstraining. Fragt mich schon nach meinem Input vom Spiel. Aber ja, für mich ist einfach wichtig, nochmal ein paar Reaktionen drin zu haben, ein paar Schüsse drin zu haben, verschiedene Positionen, verschiedene Distanzen, gerne auch etwas freier, damit es einfach spielnäher ist. Wir haben einen Matchplan zum Gegner. Wir wissen, wie wir ungefähr rausspielen wollen bei Abstößen aus dem offenen Spiel, bei Freistößen und so weiter. Und ich versuche dann natürlich, das auf dem Feld nochmal irgendwie so, auch wenn es etwas künstlich ist, darzustellen mit Dummies, mit Steckmännern. Und dann geht es halt auch darum, dass die Spieler, also unsere Torhüter, dann im Spiel erkennen, wo ist vielleicht Chris Führig von Stuttgart, wo positioniert er sich und was habe ich dann für Lösungen, wie kann ich kurz flach spielen oder vielleicht mit einem Chipball arbeiten. Und das bauen wir dann auch ins Warm-up direkt am Tag vom Spiel ein. Ich habe ein bisschen längeres Warm-up im Gym schon vorher, bei minus 1, dass ich schon eigentlich komplett ready auf den Platz gehe. Ja, im Performance Center habe ich eigentlich meine Routine, die ich eigentlich jeden Tag vorm Training mache. Ein bisschen Mobi, ein bisschen Stabi, ein bisschen alles aufdehnen, beweglich werden. Wichtig, dass wir noch mal so ein bisschen alles durchgehen, was am Spieltag kommen kann. Also alles Mögliche an Aktionen, vor allem auch freie Bälle, also nicht mehr so viel angesagt ist. Aber das ist einfach das Wichtigste, dass es schnell geht, dass das Tempo hoch ist, dass du, ja, wie man so schön sagt, anschwitzt, dass du mal gut, auch guten Puls bekommst, hohen Puls. Aktuell in der Saison hat sich natürlich ein bisschen was geändert, an meiner Rolle auch. Aber wenn ich es jetzt auf diese Saison so ein bisschen sehe, ist natürlich Match der minus 1 bedeutet, wir gucken uns Standardsituationen an, gucken uns diverse Stürmer an, ob sie ein Schussbild haben, wo jeder Stürmer eventuell gerne hinschießt. Das sind so Sachen, die wir dann auch in dem letzten Training versuchen einzubauen, so ein bisschen. Ich bin eigentlich ein guter Typ dafür, der so Schüsse auch imitieren kann. Von daher ist das so mein Hauptjob am Match der minus 1 und versuche halt den Jungs auch ein gutes Gefühl zu geben. Am wichtigsten am Match der minus 1 ist, es sind eigentlich zwei Komponenten. Du hast auf der einen Seite dieses Thema Selbstvertrauen, Sicherheit gewinnen durch das Training, gute Abläufe, Erfolg haben. Und auf der anderen Seite hast du das Spiel. Ein Fußballspiel ist chaotisch, alles kann passieren. Es fällt auch mal ein Tor, es passiert auch mal was, was vielleicht nicht gewollt ist. Und das versuchen wir irgendwie zusammenzubringen in so einem Abschlusstraining, wo wir beide Elemente haben. Diese Sicherheit und dieses chaotische, komplexe. Und dann liegt das so ein bisschen an jedem Torwart. Der eine Torwart will mehr Sicherheit und weniger Komplexität. Der andere will mehr Chaos und vielleicht dann auch mal ein Gegentor mehr kassieren, weil er halt weiß, dass dieses Training halt aufs Spiel besser vorbereitet. Zwei rechts, umdrehen, zwei links, flach. Fällt's nach hinten. Jetzt von mir, 13, das machen so. Fällt's nach hinten. Ein Aufsetzer von dir, nur zum Aufnehmen. Schiebst du mir, 13 Fang. Ich spiele einen Locker rein für Olli. Einmal locken, aber noch easy. Ganz easy gemacht. Klar hältst du lieber natürlich alle Bälle. Ich mag es inzwischen aber auch ganz gerne, wenn die Übungen einfach ein bisschen freier sind, weil es dann einfach spielnäher ist. Und ich habe das Gefühl, das bereitet mich gut aufs Spiel vor. Da geht es natürlich darum, auch im Training mögliche Situationen zu kreieren, die du vielleicht sonst im Training mal nicht hast. Das heißt, was selten ist bei uns im Training, was du dann übers Spiel hast, sind eher so lange Bälle. Also diesen ganzen Spielaufbauprozess plus halt Flankensituation. Habe jetzt viele Leute auch kennengelernt, die in dem Torhüterbereich gearbeitet haben.
Man kann schon sagen, dass man vielleicht im Abschlusstraining eher so Reaktionsbälle hat, wo man sagt, okay, im letzten Moment kurze Distanz, gute Bälle halten, wo man diese Selbstsicherheit dann auch bekommt. Das ist extrem wichtig. Flanken würde ich jetzt nicht immer einen Tag vorm Spiel machen, weil du machst ja extrem viele Sprünge, dann bist du vielleicht ein bisschen erschöpfter, wie du sein solltest. Aber dann gibt es natürlich auch, muss es mit dem Mannschaftstraining auch passen. Du hast am Matchday minus 1 nicht so viel Trainingszeit auf dem Platz, das ist maximal eine Stunde. Und dann musst du halt gucken, wie der Trainer uns mittlerweile einbaut. Wir machen dann viele 1 gegen 1 Situationen, was auch gut für uns ist. Drei, guter Druck. Noch zwei, dann nächste mehr. Yes! Bravo, Mo. Vier. Ja, ja, ja! Gut, next. Oh. Ja! Ja. Oh. Bravo! Ja! Oh. Ja! Oh. Druck. Du nimmst die Dinger, die gut waren und nicht die drei guten Tore, die es da gibt, wenn die aus 6 Metern jetzt aufs Tor schießen. Das ist halt Fußball. Nimm die guten Aktionen. Mo ist komplett angekommen jetzt in der Liga. Ich merke das so an Situationen, die er selbst gar nicht spürt. So, ich schieße bei ihm aufs Tor, wo er sich früher Gedanken drüber gemacht hätte, zeigt er mir bei einem Mittelfinger und lacht dabei. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die sieht keiner, aber ich sehe sie. Und da merke ich, dass er jetzt wirklich angekommen ist. Und das ist so meine Hauptaufgabe auch, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben, im Training aber natürlich immer Vollgas zu geben, um den anderen immer noch mehr Druck zu machen. Dass es dann heißt, ein 36-Jähriger ist immer noch auf dem Niveau von euch. Und deswegen strafft euch. Ich mache es am Tag vorm Spiel meistens so, dass ich noch 5 Minuten ins Eisbad gehe. Einfach ein bisschen, um die Regeneration anzuregen. Das ist es eigentlich so an Maßnahmen vorm Spiel. Wenn wir ein Abendspiel haben, dann machen wir meistens eine Aktivierung morgens. Grundsätzlich habe ich die dann auch ganz gerne auf dem Platz. Einfach ein paar Bälle zu fangen. Ein bisschen den Kopf aufzuwecken, anzuregen. Wenn wir jetzt ein 15:30-Spiel haben, dann ist es im Prinzip so, dass wir uns hier vor Ort treffen, Besprechungen haben, ins Hotel fahren. Und dann bin ich so ein Typ, der sich dann auf dem Hotelzimmer nochmal komplett durchbewegt. Also dann nehme ich mir nochmal so eine halbe Stunde. Und dann habe ich noch so eine App auf dem iPad, die ich benutze, so ein bisschen Gehirnaktivierung. Der Ablauf ist eigentlich immer relativ klar. Also Heimspielen trainieren wir jetzt gerade morgens, bei Auswärtsspielen eher nachmittags und fahren dann weg. Dann haben wir natürlich Sitzungen als Mannschaft mit dem Trainer, mit verschiedenen Gruppen, der Abwehr, den Stürmern und so weiter, zum nächsten Gegner, zu unserem Matchplan. Und das Gleiche machen wir mit den Torhütern natürlich auch, wenn es um Themen wie Elfmeter, Freistöße vom Gegner, Einzelspieler vielleicht, die besonders rausstechen dann vom nächsten Gegner. Und das sind so Infos, die wir in diese Sitzung vor dem Spiel, am Tag vom Spiel, 2 Tage vom Spiel schon mit reinnehmen. Ich versuche natürlich so ein bisschen diese Lockerheit auch wieder mit reinzubekommen, dass nicht nur so stur sich auf dieses Spiel zu konzentrieren, sondern du brauchst Lockerheit. Weil wenn du nur angespannt bist, dann machst du Sachen, die du vielleicht nicht so machen würdest. Ich würde sagen, es ist ein Fokus aufs Spiel. Ich bin, glaube ich, dann recht fokussiert auf mich, auf meine Vorbereitung, aufs Spiel, was gleich kommt. Also ich gehe immer kurz in die Kabine, meistens muss ich so dringend auf Toilette, dass ich nochmal schnell gehe. Und dann gehe ich immer kurz auf den Platz mit Luca, setze ich mich auf die Bank. Keine Ahnung, nicht länger als eine Minute meistens, dann gehen wir wieder rein. Dann gehe ich kurz in den Kraftraum. Wie gesagt, aktiviere mich 5 Minuten, gehe nochmal in die Kabine, tape mich, ziehe mich um nochmal. Und ansonsten bin ich eigentlich so ein Typ,
der sich daran gewöhnt hat, nicht mehr so viel zu brauchen. Weil es kann immer irgendwas schief gehen, keine Ahnung, ich habe das auch schon mitgemacht, dass der Bus dann einfach mal viel zu spät ankam. Dann hast du auf einmal deine ganzen Routinen, die weg sind. Und dann musst du auch cool bleiben und alles durchziehen. Ich glaube, das kriege ich mittlerweile auch ganz gut hin. Zum Großteil lasse ich die Jungs einfach in Ruhe. Wir haben so viel geredet über den Gegner die ganze Woche, so viel auch trainiert, Videoanalysen gemacht, dass am Spieltag ist, glaube ich, wichtig, dass die Spieler einfach in ihren Flow reinkommen. Dass sie ihre Routine haben, dass sie sich so vorbereiten, wie sie es gewohnt sind. Und dann bestmöglich sich natürlich auch auf das Spiel vorbereiten und dann die Leistung bringen können. Und ja, es gibt natürlich, wenn die Aufstellung dann rauskommt, das ist immer so eine Stunde vor Anstoß ungefähr, dann gibt es schon den einen oder anderen Satz nochmal vielleicht zu einem bestimmten Spieler, der überraschenderweise anfängt im Spiel. Wagner Mann zum Beispiel war ein Thema in Stuttgart, der dann reingekommen ist in die Startelf. Oder ja, andere Informationen, vielleicht steht die Aufstellung und wir wissen, der Gegner spielt doch mit einer Fünferkette und nicht mit einer Viererkette, hat vielleicht zwei Sechser, hat vielleicht einen Sechser. Wenn wir solche Informationen haben, reden wir natürlich nochmal drüber. Tatsächlich ist das Moos Warm-up und der Tobi hat ein ganz anderes Warm-up, der Jonas hat ein anderes Warm-up und der Jan, der hat sein eigenes Warm-up. Das ist so ein bisschen, also da gibt es verschiedene Ansätze, glaube ich, wenn man andere Kollegen fragt, wie das gehandhabt wird. Aus meiner Sicht gehört das Warm-up dem Torwart. Der Torwart muss spielen, der Torwart muss seine Leistung bringen und da soll er das Warm-up bekommen, was ihm am besten gut tut. Und da haben wir wieder diese Mischung aus Sicherheit und angesagten Bällen und dieses eher komplexere, freiere Schüsse aus verschiedenen Distanzen und Winkeln. Aber ja, unterm Strich, das, was wir jetzt gerade machen, das Warm-up, das ist Moos Warm-up. Und ich unterstütze ihn da, so gut ich kann. Aber wichtig für mich ist, dass er sich wohlfühlt und reingeht mit einem guten Gefühl. Mit Jan Sommer waren wir immer nur zu zweit gewesen. Jetzt ist diese Philosophie so ein bisschen, es kann immer mal was passieren am Spieltag, wo ein Torwart sich verletzt beim Aufwärmen, dass der dritte Torwart automatisch mit dabei ist. Das ist so eigentlich der Hauptpunkt, warum ich immer mit raus dabei bin. Aber auch dafür, wenn wir jetzt Passspielsituationen nachspielen, dann hast du halt eine Anspielstation mehr, wo du spielen kannst. Beim Flanken ist es besser, du kannst direkt von beiden Seiten spielen, mit einer Anschlussaktion, mit einem langen Ball noch kombinieren. Das hat sich eigentlich über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Mal ist was dazugekommen, mal ist was weggegangen. Jetzt aktuell fühle ich mich ganz wohl mit dem Programm, was wir jetzt vorm Spiel haben. Für mich gehört das Dehnen, sage ich mal, einfach dazu, alles nochmal ein bisschen frei zu machen, beweglich zu machen, um dann eben auch ja, für mögliche 1-gegen-1-Situationen, wo du einfach auch die Beweglichkeit brauchst, ja, bereit zu sein. Will mich natürlich auch nicht verletzen. Deswegen ist das immer wichtig für mich, dass ich es vorher andehne. Wenn man junge Torhüter hat, die ein schlechtes Warm-up vielleicht mal haben, wo der ein oder andere Schuss reingeht, der sonst nicht reingeht, die machen sich dann einen Riesenkopf und sagen, oh, das war nicht gut, wie soll ich jetzt gut spielen? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das auch eine Geschichte, aus der ich gelernt habe. Du kannst das beste Warm-up aller Zeiten haben. Das heißt trotzdem nicht, dass das im Spiel alles funktionieren muss. Es hilft natürlich, ein gutes Warm-up zu haben. Oft ist es wirklich so, bei einem absoluten Weltklasse-Warm-up, was es selten auch gibt, wird das Spiel eine Katastrophe. Ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern, mit Jan Sommer zusammen, da hast du gedacht, ey, hat er die Handschuhe verkehrt rum heute an, ne, beim Aufwärmen. Und dann hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Also jeder Typ ist da ein bisschen anders da. Aber ich bin auch eher so der Typ, wenn ich ein gutes Warm-up habe, die Sicherheit habe, fühle ich mich besser für ins Spiel reinzukommen. Aber mit dem Anpfiff kann die Situation sich so schnell ändern, dann ist das Warm-up schon relativ egal. Klar, ich kann das ja bewerten, ob die Bälle reingegangen sind. Ich glaube, unterm Strich ist aber wichtiger, wie der Torwart sich fühlt.
Und das siehst du natürlich oft an Gesichtsausdrücken, auch an Körpersprache vielleicht. Ob der Torwart jetzt für sich wahrnimmt, dass es ein gutes oder vielleicht ein nicht so gutes Warm-up war. Und dann versuche ich natürlich, psychologisch irgendwie reinzusteuern. Ich sag mal, die Jungs bereiten mich natürlich gut aufs Spiel vor. Sowohl Fabi, Sipi als auch Jan. Sipi gibt mir auch meistens nochmal so eine Kleinigkeit mit vorm Spiel, was mir persönlich auch hilft auf jeden Fall. Die Feldspieler haben meistens Hose, Stutzen schon alles an, weil die sich nicht hinschmeißen, die werden nicht dreckig. So wie jetzt die Tage, wo es nass kalt ist, ziehst du dich dann einfach nochmal komplett um, damit du einfach nochmal, keine Ahnung, frische Sachen an hast, dass du nicht so nass bist. Und das braucht dann halt auch immer noch ein bisschen Zeit. Der Torschuss ist nicht für die Torhüter, sondern für die Spieler, dass die nochmal Selbstbewusstsein haben, dass die wissen, okay, das funktioniert, da mache ich ja dann, oder wenn Sipi im Tor ist, machen wir dann noch ein bisschen mit Augen natürlich, dass wir merken, okay, einer hat jetzt vielleicht die ersten zwei Dinger irgendwo hingejagt, okay, dann lassen wir den dritten halt einfach rein, weil da geht es nicht um uns, da geht es um die Spieler. Wenn die Frequenz zu hoch ist für den zweiten Torwart, kannst du da vielleicht auch mal drei, vier Schüsse nehmen und dem zweiten Torwart so eine leichte Erholung mal geben. Ja, das sind dann eher taktische Sachen. Also das wird jetzt selten eine Situation sein, die gut oder schlecht war in dem Moment. Das wird mehr so, ja, so globales Denken. So, der Gegner presst uns aus der Formation und das sind die Räume, die wir bespielen können. Schau mal, ob du vielleicht davon mehr Bälle spielen kannst oder auch ja, der Chris Führig, wenn wir den nochmal nehmen, ist jetzt auf die linke Seite gerückt und nicht mehr auf der rechten oder andersrum. Das heißt, er ist auf seinem starken oder schwachen Fuß, wenn er nach innen oder außen geht. Solche Informationen, die nehmen wir dann schon auf und sprechen kurz drüber. Und ja, das Wichtigste für mich ist erstmal zu erfragen, wie fühlst du dich? Mo, Jonas, Jan, Tobi, wie fühlst du dich? Was nimmst du wahr? Also wie ist das Spiel aus deiner Sicht? Weil das ist natürlich das, was am Ende zählt, nicht das, was ich von außen sehe.